Ralf Giordano, Sie sind in der Runde der einzige Westdeutsche. Wir haben jetzt über Jürgen Fuchs gesprochen, gewissermaßen als Typus des Bürgerrechtlers, des Menschenrechtlers. Gleich werden wir auch noch über ihn als Schriftsteller sprechen. Wenn man ehrlich sein soll, sind die Bürgerrechtler von 1989 weitgehend von der Erdoberfläche, von der wahrgenommenen, verschwunden. Nun kann man sagen, so ist das nach jeder Revolution so oder so ungefähr gewesen, Kismet. Aber kann es damit seinen Bewenden haben? Oder sollte da nicht etwas passieren? Das auf keinen Fall. Und ich denke, bitte hier eines nicht vergessen. Nämlich, Jürgen Fuchs hat lange genug gelebt, um zu erkennen, zu registrieren, dass die Täter wieder einmal davongekommen sind. Das ist die schrecklichste Jahrhundertbilanz des 20. Jahrhunderts und wahrscheinlich auch des 21. Jahrhunderts. Wenn ein Gewaltregime abgelöst wird durch eine Demokratie, kommen die Täter davon. Das gilt nicht nur für das Deutschland nach Hitler, es gilt auch für das Italien nach Mussolini, es gilt für das Spanien nach Franco, es gilt für alle die faschistischen Diktaturen in Südamerika, es gilt für die ehemalige Sowjetunion und es gilt auch für die DDR. Und da kann einem wirklich Angst und Bange werden, ja? Dass die Täter von morgen eines wissen, ihnen kann eigentlich gar nichts passieren, wenn das Regime abgelöst wird durch eine Demokratie. Irgendwo ist da eine Achillesferse-Demokratie, dass sie mit diesen Tätern nicht fertig wird. Und das ist eine erschreckende Bilanz. Ja, ich habe das, was die alte Bundesrepublik und auch die DDR betrifft, habe ich das die zweite Schuld genannt, nämlich die Verdrängung, Verleugnung der ersten, dann in der Demokratie, und zwar nicht bloß als rhetorische oder moralische Kategorie, sondern durch den großen Frieden mit den Tätern. Der ist letztlich auch hier, gilt auch hier für die ehemalige DDR. Ja? Ich möchte noch etwas sagen, ehe wir hier Schluss machen, was mir auf dem Herzen liegt. Das Großartige an Jürgen Fuchs ist das, was ich das Heinische nenne. Das heißt, diese tiefe Zerrissenheit, dieses von Deutschland und Deutschen sich angezogen und abgestoßen zu fühlen. Ein Konflikt, der bei ihm früh sichtbar wird. Ja? Und darum gibt es eigentlich, bin sehr bald erinnert worden an das Wort von Friedrich Hölderlin in seinem Hyperion, wo er sagt, vier Zeilen Weltliteratur, oh, gäbe es eine Fahne, ein Thermopyle, wo ich in Ehre sie verbluten könnte, all die einsame Liebe, die mir nimmer brauchbar ist. Genau das trifft auf Jürgen zu, Jürgen Fuchs zu. Und das ist eine Mahnung also auch an das Deutschland von gestern und von heute. Herr Tamöller, Sie haben Jürgen Fuchs eben literarisch gewürdigt in Ihrem Essay. Warum sollte man, warum muss man Jürgen Fuchs heute noch lesen? Ach, was heißt heute? Wir sprechen jetzt über die Kunst. Ja, also ich fand die Bücher von Jürgen Fuchs schon immer sehr, sehr intensive, gute Bücher, gute Literatur. Ich habe mich sehr oft geärgert über die Kritiken in den Zeitungen, das hat auch damit zu tun, was auch Ralf Giordano gesagt hat. Ich glaube, die Westkritik, Literaturkritik, die hat sich nicht helfen können, sie hatte einfach den Kopf nicht frei. Sie hat den Jürgen Fuchs immer eingeordnet, politisch, und das war ihr suspekt, vielen Linken war das suspekt. Und da hat man immer diesen
ja, diesen Dissidenten oder diesen Querdenker hat man immer angegriffen. Man hat seine Literatur eigentlich nie als Literatur wahrnehmen wollen. Und die Bücher sind literarisch so großartig. Und das hat Jürgen Fuchs auch wehgetan. Und es war auch von beiden Seiten, auch die engen Freunde. Er war nämlich auch als Bürgerrechtler und als Dissident so wichtig. Und er war natürlich für diese Leute ein Beispiel. Und sie haben ihn damit identifiziert. Und für viele war es gar nicht mehr wichtig, dass er auch Literatur schrieb, dass er auch ein großartiger Autor ist. Und wenn wir über die DDR Bescheid wissen wollen oder über Diktaturen, warum sollen wir allgemein reden? Wenn man die Bücher von Jürgen Fuchs liest, dann weiß man es. Dann muss man sonst nichts, man muss da nicht herumreden. Wenn man das lesen würde, dann könnten heute nicht Leute zum Beispiel wie der Herr Gysi oder wie sich ins Parlament stellen und rumreden oder verharmlosen. Und die ganze PDS oder wie sie heute in die Linke aufgegangen ist. Wenn man die Bücher von Jürgen Fuchs liest, dann wüsste man Bescheid. Und darum ist es auch so wichtig, sie zu lesen. Da muss man über die DDR sonst gar nichts mehr sagen. Das reicht. Und da ist alles klar. Und es ist eine großartige Literatur. Das ist der Grund. Lilo Fuchs. Hat Ihr Mann gelegentlich darunter gelitten, dass er so einseitig wahrgenommen wurde als Dissident, dass von ihm auch Gebrauch gemacht wurde als Dissident? Naja, heimlich hat er einfach ein bisschen gelitten, dass er häufig nicht die Zeit hatte, um sich mal ruhig hinzusetzen und das zu machen, was er sehr gerne machte und irgendwie auch ganz gut konnte. Das weiß ich, darum hat er sehr gelitten. Aber das, was nötig war in dieser Zeit des Umbruchs, da war jeder auch aktiv oder ging aus seinem Beruf oder dem, was er gemacht hat, auch raus. Und das war dann richtig und das hat er auch gerne gemacht, nicht groß nachgedacht, was er hätte noch für Gedichte jetzt stattdessen schreiben können. Es war einfach so und wir waren in diese Zeit auch hineingeworfen, ja. Aber in einer ruhigen Minute natürlich. Vor allen Dingen, als er merkte, seine Zeit wird kürzer. Das ging ihm schon. Ja, das habe ich den Satz gefunden. Jürgen Fuchs hat das Schreiben betrieben als Überlebensstrategie. Damit war nicht seine letzte Lebensphase gemeint, sondern das Schreiben gegen die Angst. Ja. Kann man das so sehen? Also ich habe ihn ja erst kennengelernt, als er über 20 war, aber dann eben viele Jahre mit ihm gelebt und auch eben viel gesprochen. Und auch über die jungen Jahre. Er hat eben früh gemerkt, erstens, dass er Bücher braucht, dass er über andere Menschen lesen wollte, über andere Länder und Verhältnisse. Und auch sehr bald gemerkt, dass er Sachen, die er für sich dachte und die ihn beschäftigten, umgetrieben hat, dass er das einfach mal kurz aufschreibt, ob das nun gestattet ist oder nicht. Und dass er das wirklich sehr früh für sich gebraucht hat, in der Stadt, wo er lebte, wo er groß geworden ist. Und daran natürlich auch gemerkt hat, dass er manches ganz gut kann und es auch andere Menschen interessiert. Er ist verlegt worden bei Rowohlt. Rowohlt druckt ihn aber nicht mehr nach, schon lange nicht. Bücher sind nicht mehr zu bekommen, es sei denn antiquarisch. Was sagt uns das, Wolf Biermann? Das ist die Marktwirtschaft. Aber das kann uns ja nicht beeindrucken. Der größte Komponist, den die Menschheit jemals gehabt haben wird, Johann Sebastian Bach, war 100 Jahre vergessen. Also so bedeutend sind wir alle nicht auf keinem Gebiet wie der Bach.
Aber das ist doch ein tröstliches Beispiel. Das ist ein schönes Beispiel für das Wort, das wir ja alle aus der Bibel kennen und gelegentlich zitieren, auch wenn wir nicht an Gott glauben. Alles hat seine Zeit. Und das gilt auch für Jürgen Fuchs. Jetzt ist er eben aus, ist vorbei. Und man muss kein großer Prophet sein, um zu sagen, der kommt wieder. Die Deutschen sind im Moment noch nicht gut genug dafür. Die brauchen noch einen kleinen Anlauf. Und ich finde, wir haben keinen Grund, ungeduldig zu sein. Der Fuchs hat die Verhältnisse schärfer geschildert als die meisten. Genauer. Deswegen ist Hertha auch so begeistert von ihm. Mit Recht. Die, die ein bisschen mehr Ahnung haben, mehr begreifen, weil es ihr Beruf ist, auch einen kleinen Vorsprung haben, wie wir, können das schon durchschauen. Das macht ja nichts. Dafür sind wir doch auch da. Dass wir sozusagen als ein etwas längerfristiges Gedächtnis der Gesellschaft, in der wir leben, nicht so hoppeln von einer Mode zur nächsten. Ist schon alles in Ordnung. Es ist kein Grund darüber zu jammern. Den haben wir noch sozusagen in petto, den Fuchs. Und dass so viele Leute wie hier heute Abend, die ja auch nicht gerade von Pappe sind, die hier zusammengekommen sind, dass die hierher kommen, ist schon so, fast so was wie ein Gottesbeweis von Menschen, dass der Jürgen Fuchs noch lange nicht ausgelaufen ist. Und das ist doch prima, das ist doch ermutigend. Also, ich würde sagen, in Jürgen Fuchs war der kreative Kreisel. Er war ein schöpferischer Mensch und ich habe mich manchmal gefragt, was wäre, wenn er unter anderen Bedingungen groß gewesen, geboren worden wäre und sich damit auseinandergesetzt hätte. Der kreative Kreisel war immer in ihm und er war, ich wiederhole es, ein schöpferischer Mensch. Aber eines ist sicher, auch wenn die politischen Bedingungen anders gewesen wären, alles, was Jürgen Fuchs gesagt, geschrieben und gedacht hatte, drehte sich um das Humane, um das in dieser Welt, dass es mit sich bringt, dass jeder sein Molekül versucht, dass sie ein bisschen bewohnbarer wird, als sie jemals gewesen ist. Das ist ein Prinzip gewesen. Meine Damen und Herren, ich nehme das einfach als Schlusswort. In diesen Tagen wäre Jürgen Fuchs 60 Jahre geworden. Wir machen eine Veranstaltung zum Geburtstag. Wir haben über ihn gesprochen. Wir, das waren Lilo Fuchs, Hertha Müller, Ralf Giordano und Wolf Biermann. Wir haben über den Künstler gesprochen und über den Menschen, der sich vor der Staatsmacht nicht geduckt hat, über die zwei Seiten eines Lebens, die bei Jürgen Fuchs unauflöslich zusammengewachsen waren, so unauflöslich wie die Hälften des Ginkgo-Blattes, über das Goethe geschrieben hat: Fühlst du nicht an meinen Lidern, dass ich eins und doppelt bin? Jetzt kommen seine Lieder.